Ja, hallo Freunde, ich begrüße euch wieder hier bei Assassin's Creed Odyssey. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Und ich hoffe, dass der Typ da nicht jetzt kommt hier. Wo ist denn der Eingang der Höhle? Der muss doch hier irgendwo sein. Ja. Na, hallo? Irgendwo muss der Eingang ja hier sein. Ah. Hoppla. Oh. Hoppla, Herzchen. Hier oben, okay. Nein, 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 nein. Können wir da mal hochgehen? Warum kannst du da nicht... Alter! So, dann wollen wir mal. Hui! Hui! Okay, ah, da. Nein. Noch kann ich tauchen. Ich sehe aber trotzdem nichts. Okidoki. Ja. Ich vertue mich immer. Ich muss das gedrückt halten, ich Trottel. So. Gar nichts. Dann werden wir mal hier drüben hingehen. Überall ist hier was. Hier ist auch was. Okay, keine Ahnung, was hier ist. Erstmal Luft holen. Erstmal Luft holen. Vorsichtig sein. Hier sind ja viele Wachen. Ach, ehrlich? Ducken wir uns mal eine Runde. Okidoki. Sperrgebiet. Okay.
Ich bin so gespannt. Das glaubt ihr gar nicht. Oh. Kann ich da nicht? Igerus nicht verfügbar. Na tolle Wurst. Hau doch mal ab. Wir sind zu zweit, ja, weil ich nicht vorher geguckt habe. Die beiden, den einen schaffe ich doch so. Nein, 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 nein. Ist ja gut, Heimat, deine Stirn. Zerleg die den. Nein, aufheben tun wir hier gar keinen. Zup. Zup, zup. Rupp, 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 zup. Meine Orientierung ist nicht die beste. Okay. Da muss ich hoch. Da muss ich hoch. Okay. Nix da. Nichts ist, Fräuleinchen. Du kannst gar nichts machen. So. Okay. Oh, Jemini. Es tut so weh. Da hinten ist noch was. Dann nicht. Nee. Aufheben will ich nicht. Oh, immer schön drauf auf die Fresse. Oh, herrlich. Du Mädel, du machst mich glücklich. Ehrlich, das ist so herrlich. Mach ruhig weiter so. Fantastisch, ehrlich. Oh, ja. Nee, hier ist nichts mehr. So, jetzt komme ich da wieder raus. Das ist doch gar nicht das, das ist doch gar nicht das, was ich will, oder? Hm.
gucken wir mal. Den Speer doch noch gar nicht. Nee, jetzt bin ich wieder zurückgegangen. Doch, kehre zu. Okay. Steht da, kehre zu ihr zurück. Gut, dann machen wir das. Ja, Entschuldigung. Cassandra, bist du hier, um über den Speer zu reden? Habe ich. Oh, gut. Sag, hast du ihn gefunden? Ja, eigentlich schon. Du sprachst von einer Belohnung. Oh, natürlich. Die hast du dir verdient. Ja, und wie? Ah, in die Fußstapfen der Götter. Ich wusste gar nicht, dass ich den aufgenommen habe. Okay, aha, da ist der. So, was als nächstes? Quest. Gucken wir mal dort. Auge um Auge. Ja, die muss ich ja machen, geht dann anders. Okay, Auge um Auge. Sprich mit Markus. Inventar. Was haben wir denn im Inventar? Haben wir da irgendwas Neues? Da, Tatsache. 4. Du hast 19, du hast 13. Dann legen wir dich an und du wirst zerlegt. Genau so. So, was haben wir denn hier? 4. 17, 4 Attentatsschaden. 5 Attentatsschaden, einen kritischen Treffer. Aber du hast im Grunde genommen mehr. Mehr Rüstung. Nein, der Chance auf kritische Treffer, der ist nicht zu verachten. So, was haben wir denn hier? Da haben wir nur die Fünfer. Okay, das geht gar nicht. Ja, das ist 4 Attentatschaden, hier haben wir 5 Attentatschaden und 1% auf Chance kritische Treffer. Ne, die halten wir mal an. Ja. So, 200 Meter in diese Richtung. Dann werden wir das auch tun. Oh, oh, ich freue mich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Steuerung, naja, es ist für mich gewöhnungsbedürftig, für meine Finger. Aber, wie gesagt, kriege ich schon hin. Und im Laufe des Spiels wird es ja auch besser. Will ich hoffen. Wenn nicht, sieht es echt dumm aus für mich. Dann sollte ich aufhören. Aber nein. So, dann machen wir noch Markus. Ja. Oh, da oben ist was. Ja, warte gleich. Ich will erst da oben hin. Was ist das da oben? Das ist Stehlen? Ich habe nichts getan. Gar nichts. Oh. 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 Nein, nein, verschwinde. Noch bin ich zu schwach für dich. Noch bin ich zu schwach für dich. So, was ist los? Wie es immer läuft. Ich habe mein Geld nicht bekommen und erledige seine Aufträge. Warum lässt du dich von ihm rumschubsen? Ja, im Grunde genommen, was heißt schuldet? Du hast sie garantiert, nein. Tu ich nicht. Er bringt mich nur immer wieder in Situationen, die ich dann lösen muss. Vielleicht solltest du ihn daran hindern. Danke für den Ratschlag. Was willst du, Phoebe? Kennst du Kausos? Die Stadt auf der anderen Seite der Insel? Warum? Die Leute dort sind krank.
Meine Freundin Kina auch. Sie leiden an einem Brennfieber. Man sagt, es sei ein Fluch und nur die Götter könnten sie retten. Wie gesagt, ich bin keine Göttin. Aber Ikaros... ist ein Vogel. Das heißt nicht, dass du nicht helfen kannst. Hm. Ach, na schön. Ich sehe es mir an. Ja, na dann. Brennfieber, Quest verfolgen. Ja, machen wir doch glatt. Quest, nicht Inventar, Quest. Brennfieber. Nee, ich hatte doch jetzt erst das hier. Nö, ich mache erst das. Genau. Die Sonne ist untergegangen. So, reden. Ah, da bist du ja. Und keinen Augenblick zu früh. Ich habe die Banditen erledigt und der Bogenerin das Holz gebracht. Ich habe keinen Augenblick an dir gezweifelt. Und? Dein Plan? Ja, der Zyklop und ich müssen uns über ein paar Drachmen einig werden. So wie du, meine ungestüme Freundin. Ohne dich hätte ich nichts mit ihm zu tun. Mein Freund. Stimmt. Aber ich schwöre, jetzt wird das Thema erledigt. Wenn er uns weiter seine Schläge auf den Hals hetzt, dann soll gestern sein letzter guter Tag gewesen sein. Also raus mit der Sprache. Was soll ich tun? Was sollen wir tun, meinst du? Ich habe den Plan, du hast die Muskeln. Ich sehe es als gemeinsamen Einsatz. Natürlich tust du das. Denk nach. Was ist dem Zyklopen am teuersten? Seine Männer? Sein Land? Seine Schiffe? Nein, sein Obsidianauge. Komm zur Sache, Markus. Also gut, wir werden es ihm stehlen. Bist du übergeschnappt? Du leihst dir Drachmen von ihm und dann stiehlst du sein Auge? Wenn wir es haben, gewinnen wir. Dann verkaufen wir es und schlagen zwei Fliegen mit einem Obsidianauge. Er sollte stillhalten, sonst verliert er das zweite auch. Nein, nein, es muss ohne sein Wissen geschehen. Der Zyklop darf dich nicht sehen. Dann kommt mein neuer Bogen gleich zum Einsatz. Er bewahrt das Auge in seinem Haus auf. Es ist zu wertvoll, um es herumzutragen. Gar nicht dumm, bis du ihm die Schwachstelle seines Plans zeigst. Warte bis Sonnenuntergang. Schleich rein und bring mir das Auge. Okay. Wie halt Kohlen und so, das Auge. Hoffentlich ist es was wert. Weißt du, wie teuer Obsidian auf Kephalenia gehandelt wird? Ich habe noch nie welchen gesehen. Eben. Und es ist nicht nur Obsidian. Es ist mit Gold durchzogen. Gold! Kein Wunder, dass er es für besondere Anlässe aufhebt. Und mit dem Erlös zahlen wir unsere Schulden zurück. Es wird den Großteil begleichen. Ein Weingut ist teuer. Ja, wo ist er denn? Ich weiß nicht, wo der Zyklop wohnt. Auf der Westseite der Insel. Dort findest du seinen Unterschlupf. Naja gut, dann mache ich mich mal auf den Weg. Schön. Aber dann darfst du dieses Mal nicht geizig sein. Geizig? Du verletzt meine Gefühle. Aber das macht dich eben aus. Bring mir das Auge und ich beweise dir das Gegenteil. Und denk dran, keiner darf dich sehen. Verstanden. Wenn du es schaffst, verhinderst du, dass unsere Köpfe als Trophäen des Zyklopen enden. Na gut, Karte öffnen. So, Talos, die Steinfaust, Stufe 5. Delphi war in seinem Himmel... Was? Delphi war seine Heimat, in seinen Namen könnte man wörtlich nehmen. Talos, die Steinfaust, war so groß wie ein Felsbrocken und liebte es, die Köpfe seiner Gegner in die Felsformation der Berge von Kephalenia zu schmettern. Na ja, hervorragend. Halt. Ja, so gut bin ich aber noch nicht. Markus Weingut, okay. Finde das Auge. Ist das das hier? Ein Ei für die Überfahrt. Nachrichtentafel. Bestimmt hier unten, ne? Ne, hier ist das mit dem Brennfieber. Das mache ich eh zuerst. Ja. Das mache ich eh zuerst. Auf jeden Fall. Ja, und mit den Quests. Auge, wenn es so wertvoll ist, wie Markus sagt, wird es ein eigenes Podest haben. Ja,
ja. Nix ist. Oh. Also die Waffen gefallen mir schon mal, die schnellen. Ja. Auf jeden Fall gefallen mir die. So, dann werden wir mal da runter gehen. Und schön die Augen offen halten. Neues Dorf entdeckt. Okay. Was ist das denn? Das ist das Dorf. Wow. Priester. Okay. Irgendwo. Ey, Moment. Das ist doch das verbrannte Dorf, ne? Da ist doch dieses eine Rätsel gewesen. Ja. Okay. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Bei den Göttern. Was ist hier passiert? Ja. Meine Güte, ne. Halleluja. Hier ist ja alles niedergebrannt. Absolut alles. Mit dem. Ja. Und dann durchsuche ich dann auch. Meine Fresse, ne. Das ist echt heftig hier. Boah. Da, siehste, Neugravur, Ostraka-Rätsel gelöst. Krieg gewählt. Geh verlieren, es ist leicht, sich in schlechten Zeiten von den Göttern abzuwenden. Verbrannten Tempel? Ja, richtig, genau. Schließen. Ja, ist doch nicht schlecht, würde ich sagen. Was haben wir denn da jetzt gekriegt? Da ist doch Inventar. Da sind die Dreier. Okay, vier. Was haben die denn? Attentatsschaden? 8, 9. Nee. Absolut nicht. So. Ja gut, dann machen wir jetzt weiter. Haben wir alles soweit durchgeguckt. So, was ist denn hier los? Reden. Reden? Wenn die Götter euch nicht helfen, müssen wir die Krankheit mit eigener Hand bezwingen. Uns bleibt keine Wahl. Hilf uns! Er lässt uns nicht gehen. Was ist hier los? In Kausos griff die Seuche um sich. Die Leichenberge wurden zu groß. Die Krankheit breitete sich aus. Wir mussten eingreifen. Sie haben unsere Brüder getötet, die Nachbarn. Wir haben den Überfall überlebt und nun will er uns töten. Die Götter haben uns verlassen. Die Kranken müssen zu den Toten, wenn wir leben wollen. Was? Ja, genau. Ihr habt den ganzen Ort niedergebrannt? Wir beteten viele Nächte vergebens. Wir mussten handeln und das Brennfieber aus Kausos tilgen. Na klasse. Das ist so eine Scheißsekte. Gut, Seuchen sind nicht gerade prickelnd. Ich meine, wenn die Pest wurde früher auch mit Feuer und allen möglichen, aber geholfen hat das nicht. Nicht wirklich, aber gut, das ist im 400 vor unserer Zeit, ne? Keine Hoffnung auf Heilung? Nichts hat geholfen. Weder Opfer noch Gebete. Die Heiler wollen nicht kommen. Die Soldaten lassen uns nicht gehen. Die Götter erhören uns nicht.
weiß gar nichts über die Seuche. Und du kannst auch nichts tun. Nein! Doch wenn du dich einmischst, müssen wir den Willen der Götter verteidigen. Rette uns vor ihm! Hab Mitleid! Wir sind gar nicht so krank! Wir werden gesund! Niemand wird gesund! Glaube mir, nur auf diesem Wege wird sich Kephallenia vor der Auslöschung retten können. Bitte! Wow. Wir haben Kinder! Denkt an sie! Noch hast du die Gelegenheit umzudrehen, Söldnerin. Wow. Also jetzt bin ich mal echt hier vollkommen in der Ecke. Lass die Leute frei. Ja. Ich senk gerade den Kopf, Leute, wirklich. Boah. Das ist der Hammer. Ich soll jetzt entscheiden, ob die Familie ausgerottet wird. Gut, sie sind krank. Nichts hat geholfen. Es gibt keine Medizin. Und es gibt keine Heilung. Jetzt Medizin oder Heilung, das spielt jetzt keine Rolle. Aber, hallo? Oh, da sind Kinder bei. Aber wenn die auch, weißt du, die stecken dann wieder andere an. Die haben das Dorf ja nicht umsonst abgebrannt. Und, oh Mann. Aber eigentlich ist das, vier haben die Krankheit und, ich weiß, nee, kann ich nicht. Nee, ich weiß, ich hab mit der Pest damals, die hat auch alles ausgerottet. Und ein Brennfieber ist ja fast genauso schlimm. Also, sorry. Es tut mir leid. Ich sollte mich nicht einmischen. Nein. Wir müssen nicht sterben. Wie viele müssen sterben, wenn ich euch rette? Unser Blut klebt an deinen Händen. Du handelst im Namen der Götter. Sie segnen dich dafür. Okay. Ja, ich meine, okay, aber heute ist alles anders. Du hast sie nicht gerettet? Was ist mit Kinna? Sie ist meine Freundin. Ja, es ist kompliziert. Es tut mir leid wegen deiner Freundin, aber das ist nichts die richtige Antwort im Grunde genommen. Ich weiß nicht, ob sie das begreift, aber eigentlich. So einfach ist es nicht. Du verstehst das nicht. Woher weißt du das? Ich weiß, dass du nicht geholfen hast. Es gab keine richtige Entscheidung. Niemand gewinnt. Ich hoffe, du hast recht. Manchmal müssen auch gute Menschen sterben, Phoebe. Egal, wie schlimm das für uns ist. Ich weiß, ich wünschte nur, es wäre nicht so. Klar ist sie jetzt traurig und geknickt und alles, aber also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mich ein Spiel so mitnimmt. Ein Spiel nimmt mich so mit, weil ich eine Entscheidung treffen muss, um eine Familie, eine Spielerfamilie ausrotten. Und ich muss, was kommen denn da noch für Entscheidungen? Wow, Leute, ich muss sagen, ich muss mich jetzt erstmal setzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, echt der Hammer. Und ja, ich würde sagen, schreibt mir in die Kommentare. Ich habe euch in den letzten Folgen schon gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie eure Erfahrung bei solchen Sachen ist, wie ihr vielleicht entschieden habt, was dann darauf gefolgt ist und. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert gleich meinen Channel und wirklich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye.